Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juli 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Wenn ihr auf der Suche nach Gelegenheiten zum Flirten und Kennenlernen seid, nutzt dafür die ersten 10 Tage des Monats. Fest liierte Waagen erleben in der zweiten Monatshälfte einen guten Zusammenhalt mit der Familie und bekommen neue, spannende Impulse für die Partnerschaft. Falls ihr ein bestimmtes Anliegen habt, was ihr gern in einer Beratung klären möchtet, schaue ich gern in euer persönliches Horoskop. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. In diesem Monat verlose ich eins meiner neuen Lilith-Bücher mit persönlicher Widmung, denn die Lilith ist jetzt in der dritten Auflage als Taschenbuch erschienen. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran! Und jetzt schauen wir in eure Sterne für den Juli. Die Sonne befindet sich jetzt im Krebs, die Venus und der Merkur zusammen mit dem Mondknoten stehen im Löwen. Und gegenüber steht der Mars im Wassermann, der jetzt rückläufig geworden ist. Da kommen wir gleich noch zu. Bis zum 10. Juli habt ihr eine gute berufliche Phase, sowohl finanziell als auch um wichtige Kontakte zu knüpfen. Eure Geldsterne stehen in dieser Zeit wirklich ausgezeichnet. Wahrscheinlich bekommt ihr auch viele Einladungen von euren Freunden, die jetzt im Sommer Geburtstag haben. Es ist auch eine gute Gelegenheit, um alte Bekanntschaften wieder aufzufrischen und zu pflegen. Ihr kriegt Zuspruch und baut stabile Verbindungen für die Zukunft auf. Wie so oft kann auch diesen Monat wieder das Thema sein, dass ihr eure beruflichen Verpflichtungen und eure gesellschaftlichen Aktivitäten mit den Bedürfnissen eurer Familie unter einen Hut bringen müsst, was nicht immer einfach ist. Und wenn ihr in den ersten Tagen des Waagezeichens Geburtstag habt, so zwischen dem 23. und 27. September, solltet ihr besonders auf eure Gesundheit und euer Herz achten und eventuell einen Gesundheitscheck durchführen lassen, denn ihr habt nun Chiron genau gegenüber der Sonne stehen. Ich erwähne das deshalb, weil eine gute Freundin von mir, die jetzt unter diesem Einfluss steht, vor kurzem mit einem Schwächeanfall mit Verdacht auf Herz im Krankenhaus gelandet ist. Zum Glück ist es gut ausgegangen und meine tapfere Freundin hat sich noch im Krankenhaus für eine verwirrte Patientin eingesetzt und deren Angehörige verständigt. Die überlasteten Pfleger waren nicht dazu gekommen. Eine echte Chiron-Geschichte. Den Chiron-Transit habe ich euch ausführlich in meinem Special über Chiron im Widder gedeutet und über euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen könnt ihr euch im Jahreshoroskop informieren. Das gibt es als Video und ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Am 10. Juni wechselt die Venus vom Löwen ins Zeichen Jungfrau und bildet in den Tagen darauf ein schönes Harmoniedreieck. Und das ist besonders günstig für fest liierte Waagen mit Familie oder Familienplänen. Am 13. Juni haben wir dann den Neumond im Zeichen Krebs, der in euer Sonnenhaus der Karriere fällt. Weil ihr gleichzeitig so günstige Aspekte für den inneren Zusammenhalt habt, solltet ihr diesen Neumond nutzen, um über eure beruflichen Pläne nachzudenken und wie ihr das mit der Familie oder dem festen Partner gemeinsam gestalten wollt. Mit dem Pluto bei euch im Haus der Familie und des Heims könnt ihr diese Konstellation auch sehr gut nutzen, um von Altem und Vergangenem loszulassen, sei es seelisch oder ganz konkret, indem ihr entrümpelt und ausmistet. Bitte immer in Absprache mit euren Familienmitgliedern, denn jeder hat so seine eigene Meinung, was man nicht mehr braucht und was man noch behalten möchte. Die Konstellationen zeigen, dass es jetzt sehr günstig ist, sich von Alten zu trennen, um Platz für neue Impulse zu schaffen. Auch über eine gemeinsame neue Anschaffung könnt ihr zum Neumond gut nachdenken und wovon ihr euch möglicherweise trennen könnt, um Platz dafür zu schaffen. Wenn ihr alleinstehend und unabhängig seid, solltet ihr diesen Neumond nutzen, um über eure beruflichen und finanziellen Ziele nachzudenken. Auch für euch gilt, dass es sich lohnen kann, von Altem loszulassen oder auch auf etwas zu verzichten, um dadurch ein größeres und wichtigeres Ziel zu erreichen. Die Tage darauf können sehr produktiv für euch werden. Am 22. Juli abends um 23 Uhr geht die Sonne dann ins Zeichen Löwe und aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen den Bereich der Freundschaften und der guten Kontakte. Das ist auch eine gute Zeit für Partys, Einladungen und gesellschaftliche Anlässe. Bei solchen Anlässen solltet ihr aber die Antennen ausfahren und sehr diplomatisch sein, denn da lauern ein paar Fettnäpfchen oder vielleicht sogar Skandale.
Denn nun baut sich eine starke kosmische Spannung auf und dabei wird am 26. der Merkur rückläufig hier im Löwen und die Spannung gipfelt dann in der totalen Mondfinsternis. Das ist der Vollmond in den Zeichen Löwe und Wassermann. Und das betrifft bei euch den gesellschaftlichen Bereich des Horoskops. Und mit den Leuten oder unter den Leuten, die ihr kennt oder kennenlernt, kann es zu einigen Verwicklungen kommen. Da sind mehrere Szenarien denkbar. Zum einen kann es euch passieren, dass ihr in einen Flirt in eurem Freundeskreis oder auch bei euren Business-Kontakten hineingeratet und das kann heikle Situationen nach sich ziehen. Festliierte Wagen müssen aufpassen, dass ein scheinbar harmloser Flirt nicht zur Belastung für die Partnerschaft wird. Oder ihr beobachtet, wie Freunde sich in schwierige Situationen hineinmanövrieren und würdet am liebsten eingreifen. Waagegeborene sind oft sehr gute Strategen, die gut einschätzen können, wie Menschen sich verhalten werden. Nur klappt das jetzt leider nicht so gut, denn diese Konstellation zeigt an, dass die Menschen sehr irrational und unberechenbar reagieren. Ihr müsst also damit rechnen, dass Situationen aus dem Ruder laufen oder sich ganz anders entwickeln als von euch gedacht. Weil die Mondfinsternis harmonisch zur Waagesonne steht, seid ihr eher indirekt betroffen, also vor allem durch andere Leute, die euch möglicherweise in eine Situation hineinziehen. Deswegen solltet ihr eure Fähigkeit zur Diplomatie ausspielen und offen und achtsam bleiben, ohne Erwartungen an die Leute zu stellen. Es kann gut sein, dass ihr den Überblick behaltet und von anderen um Rat und Hilfe gebeten werdet. Die könnt ihr dann auch geben, aber achtet darauf, dass ihr dabei nicht zwischen die Fronten geratet. Beruflich und finanziell kann es ein sehr erfolgreicher Monat für euch werden, denn während viele andere nur das Chaos sehen, behaltet ihr den Durchblick und damit könnt ihr Pluspunkte sammeln. Das waren eure Konstellationen im Juli. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichenhoroskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gerne für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir dann eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Da können wir zum Beispiel auch schauen, wie die beiden Finsternisse im Juli in eurem Horoskop wirken. Danach mache ich mit dem Webinar Sommerpause und es geht dann im September wieder weiter. Ich bin ganz stolz, dass mein Buch über Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau, jetzt in der dritten Auflage erschienen ist, neu und aktualisiert als Taschenbuch. Deshalb verlose ich diesmal eins der Bücher, natürlich mit persönlicher Widmung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Da geht es um Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Und Ende Juli gibt es ein neues Special über Lilith im Wassermann. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.